an, aus, an, aus, an, aus, an, aus, an. Alright. So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des ultimativen epischen Kampfsimulators. Auf Deutsch hört sich es gar nicht mal so episch an. Egal, ich würde sagen, wir machen mal komplett was Neues. Wir suchen uns mal eine neue Map erstmal raus. So, die sieht doch ganz nett aus auf den ersten Blick. Ich würde sagen, oh, da kann man was Geiles draus machen. Hier in der Mitte von der Insel stehen ein paar Footmen und dann machen wir einfach vier Angreiferteams. So, wir haben jetzt also hier vier Footman-Verbände. Dann haben wir US-Soldaten, Zombies, die aus dem Kolosseum kommen, Skelettkämpfer und Spartaner. Das müsste ja relativ ausgeglichen sein. Es sind auf jeden Fall gleich viele Truppen von beiden Seiten. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. So, wir sind hier im Kolosseum. Hier haben wir unsere 2000 Orks. Das ist auf jeden Fall beeindruckend. Hier haben wir Spartaner, nehme ich mal an. Hier sind die US-Soldaten. Und hier haben wir die Skelettkämpfer. Ich würde sagen, wir starten das Ganze. Machen es wie gewöhnlich auf doppelte Geschwindigkeit. So, die Footmen sind hier stationär. Die bleiben einfach stehen. Und wir schauen uns mal das erste Zusammenprallen an. Oh, sterben schon die ersten. Von den US-Soldaten. Also von Team 2. Von Team 1 ist tatsächlich noch niemand gestorben. Interessant. Das Ding ist halt, die müssten eigentlich... Ich weiß halt nicht. Die können kaum mit unterschiedlich stark sein. Ja, ich würde sagen, die sind ungefähr gleich stark. Die Skelettkämpfer ein bisschen stärker. Aber das schauen wir später nochmal an. Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt zum nächsten Team, wie es da aussieht. Hier drüben haben wir die US-Soldaten. Die ja natürlich aus der Ferne angreifen. Das hatte ich tatsächlich nicht bedacht. Ja. Das ist ein bisschen ungeschickt für die Footmen hier. Weil die einfach aus der Ferne beschossen werden. Das ist natürlich doof, dass sie dann ihre Position halten müssen. Aber naja. So, hier kommen die Zombies. Da ist noch gar nichts passiert. So, bin ich jetzt gespannt, was die so machen, die Zombies. So, die gehen hier hin. Und sterben. Das sieht nach einem echt guten Plan aus. Ah, lol. Ah, das ist interessant. Getötete Leute verwandeln die einfach in eigene Zombies. Das ist spannend auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir jetzt noch zu den Spartanern. Die hier, ach du Kacke. Die sind ja mal viel stärker. Die sind ja mal ultimativ viel stärker. Okay. Okay, bei den Skelettkriegern sieht es jetzt auch gerade eher so aus, als würden die die Oberhand gewinnen. Die US-Soldaten haben ja auch schon ordentlich niedergemetzelt. Ist natürlich ein bisschen unfair, dass die hier stehen bleiben müssen und quasi diesem Höllenfeuer ausgesetzt sind. So, wie sieht es hier inzwischen aus? Oh ja, das sind richtig viele Zombies inzwischen schon geworden. Es werden halt immer mehr. Und die Spartaner sind schon durch. Das ist ja interessant. Okay. Also die haben auf jeden Fall am meisten reingeböllert. Und jetzt greifen sie hier von der Flanke an. Also ich werde nichts sagen, aber ich würde sagen, die Stadt kann nicht gehalten werden. Auch hier sieht es nicht danach aus. Was sagen denn die Zahlen? Die Zahlen sprechen da eigentlich eine ganz andere Sprache tatsächlich. Zumindest von denen, die gekillt wurden. Das ist seltsam. Wurden schon so viele von den Zombies? Ah, ne, Enemies killed. Ah, jetzt. So, die Spartaner räumen hier unten auf. Die Zombies kämpfen sich hier oben durch. Beziehungsweise beißen und schlagen sich da oben durch. Die Spartaner sind ja ultimativ stark. Hier die Skelette schlagen sich wahrscheinlich am schlechtesten. Wobei auch die eindeutig die Oberhand haben. Die US-Soldaten haben sich noch keinen Schritt bewegt. Oh, die sind hier fertig. Okay.
Jetzt kommen die hier den US-Soldaten zur Hilfe, was aber nicht mehr nötig ist, wenn ich das mir richtig anschaue. Und die letzten Fußsoldaten denken sich, okay, vielleicht überleben wir es ja. Und dann drehen sie sich um. Ah, sieht nicht so aus. Sieht nicht wirklich so noch aus, ne? So, jetzt müssten eigentlich nur noch die Skelettkämpfer übrig sein. Ja, hier. Da steht immer noch eine ganze Menge auf der anderen Seite. Also irgendwie das mit dem Teamangriff haben sie noch nicht so ganz verstanden. Und hier kommen jetzt auch noch die Spartaner dazu. Und das ist das Ende der Fußsoldaten, würde ich sagen. Da kommen auch schon die ersten Schüsse der US-Armee. Ja. Die letzten Footmen sterben einen heldenhaften Tod. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich würde sagen, die beiden stärksten Teams waren die Zombies und die Spartaner. Ich suche mir mal was Geeignetes raus, was Hübsches. Das ist doch schön hier. Omaha Beach. Dann würde ich sagen, machen wir mal 5000 Zombies, die hierher kommen, gegen 5000 Spartaner. Also sagen wir gegen 4000 Spartaner. So. Mit ein bisschen Strategie noch dabei ist. Unterstützt von ein paar Archern. Und zwar 1000 Stück. Damit es von den Zahlen her passt. So, die stehen hier. Bilden hier so eine Angriffslinie. Und die sind Team 2. Okay. Schauen wir uns das Ganze mal an. Okay, hier sind die Archer, die Spartaner und die Zombies hier. Gut, los geht's. Lol, das sind Tretminen überall. Ey, das ist ja mal ein cooles Feature. Das ist actually echt cool. Okay. Die Bogenschützen hätte ich noch auf Hold Position machen müssen, aber egal. Ich bin mal gespannt. Das Ding ist, die Zombies haben noch nicht allzu viel gerissen bisher. Die haben tatsächlich ziemlich kassiert. Ja, die Spartaner machen so viel Damage. Ich will mal echt wissen, wie viel Damage das ein Spartaner macht. Die machen so viel Damage, dass die Zombies gar nicht dazu kommen, sie zu infizieren. Jo, das ist halt ein One-Shot-Kill, 120. Das ist halt way OP. Okay, komm, ich helfe den Zombies mal ein bisschen, ich helfe ihnen. Ja komm, ein bisschen was müssen wir schon selber machen. Ach komm schon, Jungs. Alter. Leute, können die mir keinen Damage machen, während ich so stehe? Also ich wollte wirklich getötet werden, ist das Ding. Ja, perfekt. Hey, okay. Ja, ist spannend. Mensch. Schauen wir uns den traurigen Untergang von den Zombies mal an. Ich muss echt die Facecam gar nicht mehr wegmachen, die sind eh gleich tot. Es geht so schnell hier. So. Es leben noch 4 Zombies. Wo sind die? Noch 3, hä? Versucht die zu fliehen? Okay, die werden jetzt von den Bogenschützen gekillt. Ich weiß nicht ganz, was deren Mission war. Alright. So, jetzt bin ich wieder da. Also halten wir fest. 2 Dinge. Erstens, Zombies sind sehr stark, wenn der Gegner denn nicht zu viel Damage macht. Zweitens, Spartaner